Hallo, ihr Quirlinge. Es geht weiter mit unserer Erkundung des Gartens in Grounded. Wir haben uns in dieser Episode so dieses Interieur und das Exterieur rund um diesen Grillplatz und den Picknicktisch vorgenommen. Auf dem Weg dahin haben wir hier noch eine Flagge zu hissen. Und da ist nicht die fünfte Radnetzschwelle, die gerade hier eskaliert. Naja, dann machen wir die mal gerade weg. Wir hatten kurz vor Beginn der Aufnahme jetzt schon vier, die der Meinung waren, sie müssen uns unbedingt davon abhalten, hier Content zu produzieren. Nee, die produzieren Gewalt. Ja. Und jetzt bauen wir hier so ein Trampolin, damit wir da hochkommen und die Flagge hissen können. So, mal schauen, ob es klappt. Ja, wundervoll. Ja, so, dann mache ich ihn mal an. Das ist, wie heißt der hier? Bürgerbanner westlicher Holzpfosten. Aha, gut. Läuft. Ach, Luther bringt gleich Material für seine Basis mit. Natürlich, wenn er schon da drüben ist. Herrlich. Wir schon dagegen sind, warum soll ich es nicht mitnehmen? Ja, es ist bewundernswert. Da wir die Flagge gehisst haben, nehme ich den Marker wieder mit und auch das Trampolin. Ja, gerne. Das halte ich für eine gute Idee. Weil das könnten wir da drüben auch nochmal brauchen. Was gucken da unten? Na, ich will es gar nicht wissen. So, wir fokussieren uns mal auf diesen Gartenzwerg und dahinter ist ja der Picknicktisch. Wo ist denn die Baphidine? Die Baphidine ist auf dem Felsen. Ich bin hier oben, ja, ich habe hier ein bisschen Aussicht. Ja. Ich hoffe, der Käfer, der da hinten steht, ist nicht echt, sondern Deko, wie der Gartenzwerg. Ja, bestimmt. Aber komm mal zu uns. Wir sollten hier gemeinsam laufen. Ja, ich habe nur geguckt, ob ich irgendwas Schönes von hier oben sehen kann, so wie ein Forschungslabor oder sowas, aber... Du siehst einen Pappteller mit alten Fritten drauf. Und Mayo-Resten. Ja, das ist richtig. Absoluter Bauch, das ist unglaublich. Okay. So. Also erstmal Richtung Zipfelmützen. Da genau hinten. Achtung, Bombardierkäfer, die waren doch hier irgendwo. Die müssten eigentlich noch weg sein. Ja, hoffentlich. Die haben wir ja gerade erst platt gemacht. Ja, hoffentlich. Ja, aber Mücken. Mücke, du kannst doch gar nicht durchs Gras fliegen. Das kriegst du doch gar nicht hin. Das ist doch völlig unmöglich, was du da versuchst. Ich bin am Gartenzwerg. Da sollten wir uns mal irgendwie versuchen zu treffen. Ja, ich hab den Sprung nicht geschafft. Ich bin zwischen den Beinen des Gartenzwergs. Es klingt seltsam, aber es ist genau so. Ich hoffe, ich nehme die Mücke nicht mehr. Oh, nicht schon wieder diese Mücken. Okay, ich bin nicht mehr so schnell beinend ins Gartenzwerg. Ich bin ganz woanders. Oh Mann, blöde Wasser. Ehrlich, ich finde das unfair, dass du schneller fliegst, wie ich laufe. Buffy, was machst du da? Eine Mücke prügeln. Okay. Weil die Alternative ist, dass die mich prügelt. Die Alternative gefällt mir. Ich merke mir das, wenn du das nächste Mal hilfst. So, ich habe mich um deine Mücke gekümmert, Wim. Ja, Kiche, komm mal her. Komm mal bitte her. Bau bitte mal hier dieses Trampolin wieder auf. Hier ist doch irgendwie so eine Ecke, dass man da hochkommt, oder? Da war doch der ja, wenn da wir hier hinten lang gehen, kommt man auch ohne Trampolin hoch. Okay, das habe ich nicht gefunden. Stein ist, den man sprengen müsste. Ja? Da oben ist ein Stein, den man sprengen müsste? Ja. Deswegen hatte ich ja extra ein Schild hingestellt. Ach, das meintet ihr. Ich verstehe. Na gut, da kommen wir ja nicht weiter. Das sehe ich ein. Ja, wir können das trotzdem hier springen, wenn wir auch mal vielleicht trotzdem irgendwo Doch, wenn du da hochgehst, kannst du hier an der Seite rüberspringen und bist dann da, wo wir jetzt sind. Oder du läufst über diesen Stock hier hoch. Ja. Geht genauso gut. Ja. Gut, dann lass uns mal auf den Picknicktisch fokussieren. Es wird gerade morgen. Das ist wirklich die beste Tageszeit, die wir jetzt haben. Noch viel Licht.
Und wir, ja, wie gehen wir denn am besten hier rüber irgendwie, wenn das geht? So. Ich bin abgestürzt. Ab. Da geht's wieder hoch. Wollen wir den Ende des Episodenmarkers da wegnehmen? Das, wir haben, finde ich, gerade zu viele Marker auf der Karte. Ja, jetzt können wir den wieder wegnehmen. Das war ja auch nur ein temporärer. Und ich nehme den weg. Siehst du das? Siehst du diese vielen, vielen schönen Bienen? Die könnt ihr alle grinden offstream. Lasst uns die alle weg. Ja, aber nicht onstream. Dazu ist die Zeit zu schade, echt. Lasst uns das lieber, oder lasst euch das offstream machen. So haben wir viel mehr Power. Wir sind zu viert. PJ? Wir sind bis zu 20. Gut. Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich. So, sieht denn schon jemand einen Aufstieg an dem Picknicktisch oder nee, sollen wir erst Richtung. Wir müssen uns mal die Beine des Tisches angucken, Grill denke oder sowas. Ich. Richtung Grill, ja. Ich würde Picknicktisch, der ist näher, kommt. Wir gucken jetzt mal unten, dann muss es da irgendeinen Aufstieg geben. Na gut. Damn, give me a plate of this. Oh, immer schön die Augen offen halten nach neuen Käfern, weil hier oben könnten ja wieder welche sein. Hier liegt ein. Oh, was ist diese eklige Kombination aus Gabel und Löffel? Göffel. Ein Göffel, Göffel liegt hier. Liegt ein Plastikgöffel. Herrlich. Hier ist ein Kaugummi. Ja, den wir immer noch nicht abbauen können, weil wir keine Schaufelstufe 2 haben. Wir sind unter der Sitzbank oder dem Tisch. Hat schon jemand hier eine Möglichkeit hochzukommen? Ah. Hosemilchmolar. Die Flasche? Die Dose? Da muss irgendwo ein Zahn Wie sein. Wie kommt denn ein Zahn in diese Flasche? Das ist ja nicht zu fassen. Es gibt Dinge, die hinterfrage ich nicht. Das ist sehr weise. Das Aufheben für die Zahnfee. Ich mach den mal kaputt, ja? Mhm. Wir müssen bis mal weiter. Ah! Auf der Dose steht draußen 1000% von deinem täglichen Kalzium. Milchmolar, tägliche Vitamine. Das sind gar keine Zähne, die wir finden. Sondern? Das sind Calcium-Dragees. Deswegen werden wir davon auch stärker. Oh, das beruhigt mich aber. Ich dachte immer schon, wie viele Leichen liegen hier in dem Garten, die wir noch finden. Und wem hat man nicht so viele Zähne ausgeschlagen? Der Oma mit den Goldzähnen und den ganz vielen Enkel mit den vielen Milchzähnen. So, aber Themenwechsel von diesen. Weg von diesen Zähnen. Hat schon jemand eine Idee, wie wir auf den Tisch kommen? Noch nicht. Hochbauen? Ja, hochbauen. Das würde ich euch lieber offstream überlassen. Aber wir waren ja noch gar nicht überall. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Hat schon jemand neue Käfer gesehen? Nein. Schon mal die Reichen, die oben sind. Don't even need to boil it. Naja, aber ich denke, wir müssen ja irgendwann mal Käfer finden, die wir noch nicht kennen. Wie zum Beispiel diesen komischen, großen, schwarzen, der da vorne ist? Oder ist das eine Spinne? Das kann ich dir nicht sagen. Das sieht aus wie ein Assel. Ich weiß gerade nicht genau, wo du bist. Das ist also hier friedlich. Und guckst in... Das sieht aus wie eine Kellerassel oder was? Vorsichtig bei dem Pappteller, da schlafen Radnetzspinnen drunter. Das ist eine kranke Assel, okay. Aufbrechen. Wollen wir es mit der versuchen? Ich weiß ja gar nicht, wo ihr seid. Vier Mann und vier Hämmer? Ja, Moment. Ja, wer weiß denn, ob die Hämmer gut sind? Ja, sind sie, weil Aufbrechen die Schwäche ist. Achso, gut. Wo seid ihr denn überhaupt? Ich sehe euch. Da Resistent. Seid ihr. Okay. Also Schwachpunkte wären die Beine. Wenn ihr irgendwie könnt, schlagt auf die Beine. Wir sind am hinteren Ende des. Tisches? Ja, ich laufe auf euch zu. Aber sie ist friedlich, das beruhigt mich schon mal. Pete tankt sie, kommt, ich greife sie an und dann macht ihr den Rest, okay? Ich versuche sie zu tanken. Ach, der Panzer, das ist was Tolles. Ja, ja. Eieiei, hat die eine lange Lebensleistung. Scheiße. Ja, macht Schaden. Oh, achso, die dreht sich so weg, verstehe.
Gut, jetzt habe ich aber Aqua aber nicht. Was war denn das für ein Angriff? Sprung und Rolle. Achtung. Kann man relativ gut ausweichen. Ey, die regeneriert sich in der Rolle. Okay. Können wir irgendwie unterbinden, dass sie sich einrollt? Vielleicht nicht, aber ich kann die Vergiftung ohne Ende. Könnt ihr für die Agro nehmen? Danke. Power. Ich hänge im Gestrüpp fest. Ich auch. Sie bückt mich da quasi gegen. Ah. Ja, komm. Ich dachte, du wolltest sie trinken. Warum hab ich die nur an der Backe? Dass du Schaden machst. Ach, was zur Hölle habt ihr eingesammelt nebenbei? Du hast doch den Gauner. Ach ja. Ich auch. Die macht keinen Spaß, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, Helios hat auch vorher noch gesagt, passt auf ihren Spezialangriff auf. Gut, dass wir das vorher gelesen haben. Ja klar, haben wir vorher gelesen. Wir sind ja totale Profis. Der Schaden war jetzt nicht so das Schlimme, sondern eher so der lange HP-Balken und die Regeneration. Ja, also die Regeneration ist eklig. Das stimmt. Hat zwar der Marienkäfer auch, aber nicht in der Masse. Apropos, da wäre einer vor uns. Ja, Marienkäfer kennen wir doch schon. Machen wir mal anders. Ja, aber wir brauchen die Teile. Also so vom. Brauchen wir die jetzt? Ja, aber die brauchen wir nicht jetzt. Hydration is the key to performance. Bin de meins. So. Ich hab an der Seite der Bank einen Löwenzahn-Pusteblumen-Halm gesehen, der relativ weit nach oben führt. Ob das ein Aufstieg ist, weiß ich aber nicht. Wahrscheinlich nicht, aber müssen wir mal näher anschauen. Da kommen wir sowieso nicht hoch. Das ist eh viel zu steil. Ich bezweifle auch, dass uns das Spiel Dinge, die man potenziell abbauen kann, als Aufstiege gibt. Ja, aber das ist das Höchste an der Bank, was ich bisher gefunden habe. Wo bin ich denn hier? Was habe ich hier gefunden? Und gibt es hier was Besonderes? Ist ein Kaugummi nochmal dran hier? Biene müsste mal sein. Könnte man einfach hochsuchen. Kannst du eine Fliege zählen? Vielleicht kann sich hochfliegen. Also ich sehe keinen Aufstieg, bin ich ehrlich. Ich vielleicht. Ich habe hier eine schiefe Schaufel entdeckt. Ich möchte mal gucken, ob ich da hochlaufen kann, ob die schief genug ist. Ah, nee. Käfer. Sieht der nicht danach aus. Nee, rutscht man ab. Luther hat sich neue Freunde gesucht. Oh. Das war ein Käfer, aber ich laufe schnell weg. Gleich weg. Deine scheiß Eier, die kannst du anders hinhauen. Ekelhaftes Viehzeug. Also, ich bin jetzt gefühlt einmal um den Tisch rundherum gelaufen. Wir wollten zur Schaufel. Habe nichts gesehen. Wo man nee, die Schaufel bringt uns nichts. Hast du geguckt? Achso, die ja, ist so weit. Ja. Ich stand dran. Die ist nicht schief genug, als dass man hochlaufen könnte. Gibt's in der... siehst du, was ich sehe? Wir müssen den Stein vor der Schaufel sprengen und dann kippt die um.
Da ist nämlich auf dem Stein so ein Explosionssymbol. Und dann kippt die auf den Tisch und man kann dann da hochlaufen. Genau, und ich sehe da unten Marmor. Ich bin jetzt mal wagemutig und gehe den holen. Hab keine Ahnung, ob da noch was ist oder ob mich jetzt was anspringt. Ja, bestimmt. Absolut, dann mach ich mich Assel. Das wollen wir hoffen. Warte mal, ich will das aufnehmen. Raffeline. Naja, den Marmorblock kennst du doch. Ich will aufnehmen, wie du angegriffen wirst. Ach, hier ist nichts. Ach, schade. Also ja, die Schaufel fällt dann mit dem Stiel auf diese Bank. Das ist, würde ich auch so sehen, ja. Und dann können wir da hochlaufen. Das heißt, wir brauchen ganz dringend Ameiseneier. No water filtration tablets needed. Das spräche für ein nächstes Ausflugsziel diesen Mix am Ameisenhügel und den Ameisenbau selbst. Du meinst den der roten Ameisen natürlich erstmal, genau, nicht der schwarzen. Genau, den der, ne, roten Ameisen, weil das ist bis jetzt die einzige Quelle, wo ich denke, wo wir Ameiseneier herbekommen. Also ich hatte bei den Ameisen beim Hügel schon mal einen Ameisen bekommen. Das ist halt irgendwann, naja, verrottet. Ja. Jetzt sind wir hier an so einer Hüpfburg. Wollen wir hier oder zu diesem umgekippten Webergrill? Welche Hüpfburg siehst du denn? Ach, wollen wir bei dir, Schäfer? Ich wollte gerade sagen, wir haben gerade noch Freunde. Sieht für mich eher wie ein Autoteil aus. Für mich ist es eine Hüpfburg. Aber ist auch egal, was es ist. Die Frage bleibt, das oder der Grill? Das analysiere ich gleich, wenn ich mich fokussieren kann auf Käfer. Auf nicht mehr Käfer, meine ich. So. Die nerven aber auch diese Viecher. Also langsam. Ich bin so ein bisschen aggro. So, was analysierst du jetzt, Baffelina? Was sollst du machen? In welche Richtung hast du Hüpfburg? Ach, das ist dieses rote, ja, dieses Ding da, oder? Dieses rote Ding hier, was das immer das ist. Ich hätte eher gesagt, das ist eine Beeteinfriedung oder sowas. Ist ja egal, das große rote oder der umgekippte Grill da hinten. Laut Karte finden wir bei beiden einen Burgerchip. Ja. Das heißt, das eine ist der Sandkasten, das rote ist, das wird der Sandkasten sein. Das ist der Sandkasten wahrscheinlich, ja. Mhm. Entscheidet euch, mir ist es egal. Ja, was wir nicht gemacht haben, ist Burgel zu fragen, wo wir denn als nächstes hingehen sollten. Ob das jetzt, welcher von beiden er uns empfehlen würde. Die Quest sagt, wir sollen zu dem Ameisenhaufen, Ameisenlabor. Also, hier sieht's momentan so aus, als ob wir da größer bauen müssten, um reinzukommen. In den Sandkasten. Meinst du nicht, dass da irgendwo ein Eingang ist? Als bloß wir noch keine Forschungsstation gefunden haben. Nirgends. Okay. Dann beschließe ich hiermit, da ihr keine Wortmeldungen macht, dann beschließe ich hiermit, dass wir jetzt um den Sandkasten einmal rundherum gehen. Gut. Und schauen, was wir so finden und was, wo es reingeht, rausgeht, runtergeht, wer weiß. Oh, es geht unten drunter. Da sind Pilze. Ja, ich wollte gerade sagen, hat Burger nicht auch erzählt, es gibt einen unterirdischen Zugang in den Sandkasten? Nee, durch den Sandkasten gibt es einen unterirdischen Zugang zu der Basis, die in der Giftzone liegt. Das Nebellabor. Das Nebellabor ist das, was in diesem Giftgebiet liegt. Und ich habe das so verstanden, dass es durch den Sandkasten oder in der Nähe des Sandkastens einen unterirdischen Zugang dorthin gibt. Weil der steht ja auch daneben, neben diesem Nebelgebiet. Na, okay. So habe ich das zumindest im Kopf. Das kann aber falsch sein. Ja, kann sein, das ist, ich höre Burgle immer nur so semi zu. Ich weiß das, Buffy, weil du immer schon am Looten bist, im dritten nächsten Raum. Ist das etwas Schlechtes, Dinge zu finden? Nein. That's a spider. That's definitely a spider. Naja, definitely a running spider. Da hinten geht's eh nicht, oder? Richtung Zaun bin ich hingelaufen. Da gibt es viele Ratspinnen, eine weitere Saftpackung und ansonsten nichts Interessantes. Sei denn, bei den Spinnen habe ich mich zurückgehalten. Sei denn, der Eingang ist genau da.
Wir könnten uns natürlich zu viert den Spinnen vorbei, also die Spinnen kaputt hauen. At least it's clean. So, bringt uns das was? Weiß ich nicht, ich stelle das zur Diskussion. Dann, das ist Zahn. Es ist zu viert einfacher, sich hier an zwischen Zaun und dem Dings lang zu hauen, als zu zweit oder zu dritt. Das ist völlig richtig. Wir sind gerade hier. Und wir sind gerade hier und es sind nur zwei. Wir haben vorhin fünf weggehauen. Das kann nicht so schwierig sein. Da ist eine schwarze Ameise, meine ich. Ja, auch das noch. Das wäre ja auch interessant, weil der können wir nach Hause folgen. Ja, hast mich gesehen. Na komm, komm, komm. Help, I'm stuck. Die beiden gehen den anderen. Okay. Irgendwie war ich gerade gar nichts hier, was einfach so gut ist. Ja, Radnetzspinne. Was ist das denn? Das Ding, raus in einem Spinnennetz. Hurra! Ey, das sieht da drin. Wieso? Also da hinten geht's auf jeden Fall noch eine ganze Ecke weiter. Ja, eben. Da wird doch bestimmt irgendein Point of Interest sein. Kann auch keiner erzählen, dass hier hinten am Ende nichts ist. Und im Zweifelsfall irgendein Zahn. Siehst du? Oder Spinne. Ja, es sind ja nur zwei, es sind wieder nur zwei. Das Zweiser ist echt nicht das Riesenproblem. That tastes really good. So. Ne? Nicht die Eier zerstören. Nicht die Eier. Da gehen gleich die Äuglein an, weil sie sich so freut. Oh, und voll deine dusseligen Mandibeln, die an meinem Rüsselkäferschild verbogen, ja? Was wollt ihr alle von mir? Die wollen sich hast du haben. Irgendwas Eicheliges an? What? Nein. Kindchen. Bekämpfen die sich gerade gegenseitig oder sieht das nur so aus? Das sieht nur so aus. Das sieht ganz bestimmt nur so aus. Nerviges Pack, ey. Also die Eier lassen wir in Ruhe, ja. Was ist das für eine schwarze Spinne da? Ich frage. Das ist eine Ameise, oder? Ameisentieren? Nee, das sind die Arbeiter. Ja, Ameisen, schwarze Ameisen sind neu. Dann haut die mal um oder schießt sie tot oder was auch immer. Die sind ein bisschen robuster. Ja, ich habe vor dem Nest sehr große Angst. Das ist nur die Arbeiterameise. Das ist nicht die richtige, also die Kriegerameise. Okay, vielleicht mit der richtigen Waffengattung, das könnte helfen. Was ist die richtige Waffengattung? Schwerter und Stechen. Okay. Au! Hab mich gestochen. Sorry. Ich wollte die Ameise, aber sie läuft weg. Die ist wenigstens so schlau und läuft weg. Die Spinnen machen das ja nicht. Die Spinnen halten sich auch für cleverer und stärker und größer und mächtiger. So, wie weit will das Vieh laufen? wie weit läufst du denn, wenn du drei Wolfgänge hinter dir hast? Haben wir was Neues gefunden? Bis zum Turm. Ja, schwarze Ameisenbrocken. Die Kriegerameisen werden aber wenigstens nicht wegrennen. Die sind dann sympathischer. Wenn du das so siehst. Ja, gut, der Spell will nicht aufgesammelt werden. Schade. Wollen wir die auch noch umhauen? Ja. Hin, ach da.
Speed nicht schwächeln. PJ! Tut mir leid. Sehr gut. So, lass sie nicht nach Hause laufen. Was ist hier hinten? Ende Gelände oder geht's da irgendwo runter? Ja, auch gerade, oder? Da ist ein Milchmolar oben. Ja. Ja. Ja, das kann man doch bestimmt hier irgendwie erklettern, oder? Ja, genau, Pete. Rückwärts und wieder ganz runter. Das ist genau die richtige Richtung. Da hinten ist eine Asse. Hey, Scheiße! Wir gehen zurück. Die hat keinen Spaß gemacht. Aber die brauchen wir. Wollt ihr die nicht ohne mich farmen? Nein. Können wir daran vorbei, ohne dass sie uns angreift? Warum ja. müssen wir da jetzt draufhauen? Ja, das ist friedlich. Ja. Cool. Warum das wir da jetzt draufhauen müssen? Weil wir die zu zweit wahrscheinlich nicht lockerflockig auf hinkriegen. Ja, aber zu dritt. Und sie ist doch gerade da. Das gehört zum Content. Dann hat doch jemand was zu essen, was heilt? Nein. Nein, hat er es aufgebraucht. Leute, wie seid ihr denn ausgerüstet? Ich habe schon 4 oder so aufgebraucht wieder. Das war das Effektivste gegen die Katzen, gegen die Assel. Hämmer, aufbrechen. Das war das Einzige, was funktioniert. Alles andere ist sie resistent gegen. Giftdolch hat auch hervorragend funktioniert. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Aber von mir aus machen wir das, wenn ihr das unbedingt wollt. Ich will es nicht, aber wenn ihr das wollt. Ich bin auch gegen. Steht 2 zu 2. Wenn ich den Chat frage, weiß ich eh, was der sagt. Ich tank doch die meiste Zeit. Ja, dann fangt halt an. Kommt, dann nicht noch warten. Er hat's gesagt. Die tankt dich. Glaubst du wohl? Machen wir Fortschritt? Ja. Ein paar clever fallen zu lassen. Oh, jetzt schnell. Achso. An dem Tier vorne. Da muss ich nicht. Au. Ja. Er hat mich auch erwischt. Noch hauen. Die Ass ist übrigens krank. Will keine gesunde erleben. Fliege. Get up, Allie! Was ist das? Was ist das? Grünzeug! Put me in, Coach. Dankeschön. Ich mach hier Assel-Rodeo. Da kannst du nicht auf die Beine hauen, wenn du Assel-Rodeo machst. Aber ich kann mich, sie kann mich aber auch nicht hauen. Mit jetzt zusammen hoch. Wir haben es über. Ja, also oh. Zu dritt sinkt er doch ein bisschen sehr schwarz. Ja, das ist das, was ich nämlich auch befürchtet habe, dass sie zu dritt nämlich echt heftig wird. Da brauchen wir bessere Sachen. Habt ihr den Zahn mitgenommen? Ja, oder? Habt ihr ja bestimmt. Ja. Gut. In welche Richtung laufen wir denn jetzt? Wir laufen weiter hier hinten. Gucken, was noch. Ja, ich habe nur gerade überlegt, in welche Richtung weiter ist und in welche Richtung zurück. So, hier hinten geht's wieder rum. Hier hinten haben wir die letzte Ecke erkundet. Das ist Nee. Die ist aber zusammengebeult, die Dose. Deswegen sieht's ein bisschen anders aus. Ja, einmal rundherum haben wir gesagt, ne?
Ja, das habe ich nämlich vermutet, Helios. Er sagt nämlich gerade, die Materialien werden wir früher oder später brauchen. Wir brauchen das alles, das ist doch völlig klar. Nice and clean. Aber vielleicht brauchen wir sie ja später und nicht früher. Das ist so meine Hoffnung. Später, wenn wir so einen Raketenwerfer entwickelt haben. Weiß nicht, ob wir den Raketenwerfer noch entwickeln. Das sind jede Menge Ameisen. Dann ist da wohl das Ding da in der Nähe. Was ist denn das hier? Ach, so ein Plastikmesser. Ja, hier ist Müll. Oh, ein Müllhaufen. Oh, das ist super. Da gibt's neue Käfer. Müllkäfer? Oh. Ich glaube, wir brauchen mal eine Gasmaske, ja. Oder? Ich weiß nicht, haben wir hier Radioaktivität? Jetzt stinkt's zumindest. Ich habe mal die Gasmaske aufgezogen, sicherheitshalber. Ich glaube, hier könnten wir auf infizierte Tiere stoßen, da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Die sind ja. Hier ist so ein Apfel. Kann man da Apfelbrocken raushauen, die uns heilen? Oder was machen wir? Du kannst auf jeden Fall Apfelbrocken raushauen, die man essen kann. Das ist ein fauler Apfel. Dann vielleicht eher nicht. Oh, hier liegt ein Hotdog. Oh. Ich habe auch schon überlegt, ob man den Chip hier... nee, kann man nicht. Okay, hier liegen zwei Hotdogs mindestens. Kann man da noch was draus Nahrung ziehen, die irgendwie hilft und heilt? Moment. Ich muss erst rückwärts Gasmaske auf, weil in der Tat die Hotdogs sondern irgendwas ab. Und dann... Ja, du kannst die zerhacken. Was ist das noch, ein Apfel? Ah, schön, dass die Ameisen das auch haben wollen. Freuen sich. Raw Science. Und TJ scheint schon auf dem Weg zu sein. Das ist alles verrottetes Essen. Wo ist die Raw Science? Mist. Ja, da irgendwie oben auf der Banane. Oben. Auf der Banane. Unter mir, oder? Ich kann doch nicht alles verfault sein. Das geht doch gar nicht. Ach so, da Banane. Ach, du bist schon vorbei. Also, dass du auch noch runter wärst. Nee, ich war am oberen Ende von diesem Ding. Da geht's weiter. Hier ist ein goldener Milchmuller. Den nehme ich mal mit. Alles nur. Was ist das denn hier? Verdorbenes. Alles schon angegammelt. Wir können hier nichts von essen. Das gibt's doch gar nicht. Mega Milchmuller. Sehr gut. Wie kommt man denn auf die Banane ganz nach oben? Da ist Raw Science. Es gibt mehrere Bananen. Trampolin? Also man kommt hier das Messer hoch. Hä? Und dann ist man ganz hier oben auf der Pommes-Schachtel. Ach so, da auf die Banane. Mhm. Hä? Wie kommt Pete hier rein? Es ist doch offen, oder? Gar nicht. Gucken? Probier ich gerade schon. Gift! Ich hab keine Maske dabei. Wie komme ich denn hier rein? Was bist du denn? Also ich stehe jetzt oben auf der Abfalltonne. Oh, ich habe eine. Nein. Ach, okay, ich wollte gerade sagen, benötigt ein anderes. Okay. Was ist denn hier das Problem? Ducke mich schon. Guckt hier. Das ist ducken. Dann geht er aber gar nicht voran. Vielleicht ist es doch noch irgendwie zu. Nee, das ist nicht zu. Hä? Das verstehe ich überhaupt nicht. Was seid ihr denn? Ich bin zu blöd, hier reinzulaufen. Hier ist so ein Pfefferminz-Drops-Zeugs. Ja, habt ihr mal auf die Packung geklopft? Wie auf die Packung geklopft? Wofür soll das denn gut sein? Na, dass die aufgeht oder nicht? Oder die ist offen, ich kann nur nicht durch das Loch laufen. Warte, ich muss mal gucken, ob oder ich das finde. Oder ist das nicht offen? Hä? Oben auf der Mülltonne habe ich Raw Science. Soll ich die einsammeln? Ja, mach. Ja. Ist doch offen, ist oder nicht? Ich hab mit dem Kopf schon. Lass mich mal. Ja, probier mal, ich komme da nicht rein. Ich bin der Meinung, es ist offen. Ich kann doch nichts dranhauen.
Hm. Bin drin. Wie auch immer sie das tut. Scheint ganz gut. Kann man das jetzt direkt essen? Bringt das was? Oder was macht das Zeug, Buffy? Ich weiß es nicht. Ich dachte, man kann das bestimmt essen. Keine Ahnung. Doch, ich kann es essen. Es ist ein Snack. Es macht abkühlen. Und ich habe auch ein scharfes Teil. Das kann man auch essen. Das ist auch ein Snack. Ja, aber Snacks heilen ja nicht. Das ist richtig. Ich würde es jetzt auch erstmal nicht essen. Hm. Habt ihr irgendwas hier gefunden, was man essen heilen kann, was einen hochheilt? Oh, Quirr, du musst hier rein. Hier ist eine Kassette. Oder soll ich die Kassette angrabbeln und du stellst dich einfach hier in die Nähe und... Ich versuche da nie wieder reinzukommen. Ich bin nicht zu blöd für. Dann kommen sie hierher und man hört die ja dann. Ja. Dann Prototyp vollständig. Okay. Dominant Practical Technologies, Dr. Wendell Tully, Science Division, Log 87.12.19. It's past midnight now, but the covalent space reducer prototype is complete. Otherwise known as the shrinking machine, I've dubbed it the Spacer. I should get some rest, but the kids are already asleep. Trudy's given up and gone to bed, and I'm eager to find out if all these months of work were worth it. Everything should be sound, but you never know until you flip the switch. Well, here goes nothing. Supplemental log, complete failure. Oh, why do I even try? I'll clean this mess up in the morning. Ja, klar spielt das vor 37 Jahren, Helios. Sonst hätten wir doch keine Audiokassetten mehr. Ich meine, wo findest du heute noch Audiokassetten außer im Museum? Und auf dem Dachboden von irgendwem, der damals schon lebte. KJ, magst du mal irgendwo hier auf der Müllhalde, möglichst irgendwie außer, also so an dem Rand oder so, einen Marker setzen mit Müllhalde? Wiederfinden? Ich bin hier gerade auf der Banane. Ich bin der Meinung, wir sollten unbedingt da hinten die Pommes-Schachtel hochgehen, die ich hochgegangen bin, weil da geht's noch weiter. Ja, hol erstmal das ab. Und unsere Blickrichtung, also genau zwischen dir, mir und Gwirr, oben auf dem Schachtelteil, da liegt etwas und ich glaube, das ist eine scharfe Süßigkeit. Die hatte ich nämlich eben unter einem Teil. Da müssen wir mal oben gucken, wie du da hochkommst. Ah, ich sehe es. Das sieht für mich aus wie so ein Candycorn. Ja, genau. Und ich hatte eben auch schon so eins, nur halt unter einem Ding. Ich weiß aber nicht, wie man da jetzt drankommt. Aber du hast noch die Materialien fürs Netz dabei, oder? Für das Sprungnetz. Ja, das habe ich zur Not auch noch dabei, ja. Also dann bauen wir das einfach hier wieder auf und hüpfen da hoch, weil das würde ich mitnehmen wollen. Ich weiß, was ja... Ich Oder kommt man über den Pappteller dahin? Nee, der ist zu weit weg, oder? Wie kommt man denn da hoch? Also ich finde, draußen ist es interessanter, Buffy. Ja, aber ich hätte gern die Süßigkeit. Ich habe eine Audiokassette gefunden. Die macht Waffen-Upgrade, weißt du? Ja, Achtung, Audio. Mhm. Hallo? Ja, doch, hier Moment. Spacer betriebsbereit, sehr interessant. Supplemental Log, Armament Practical Technologies, Tully. Go whatever, I'll sort it later. The important thing is, I have done it! Success! The spacer has worked its magic! I have successfully shrunk a set of basic plastic polyhedral dice from the size of standard dice to no bigger than the size of... well, much smaller dice. Burgle, make a note to come up with a better comparison. Noting! You did it nonetheless. This is a complete exoneration. However, it occurs to me that I have a new problem. The dice were intended to be young Thor's Christmas present. He will be disappointed. But perhaps I can convince him that they were miniature dice. The tiny instructions might be a bit of a giveaway. A new solution may be required. To the Fun Pit Toy Mart before they close! Also, der hieß... Seine Kinder heißen Sarah und Thor. Falls das mal noch wichtig wird.
Mhm. Er hat von Sarah geredet, die Sachen in die Hecke wirft. Und jetzt hat er geredet, dass Thor irgendwie Weihnachtsgeschenke kriegt. Würziges Stück habe ich jetzt gefunden. Alles gut. Hey, die Fliegen, die hier sind, sind übrigens keine normalen Fliegen. Ja, die sehen so abgeratzt aus. Habe ich auch schon bemerkt. Fleischige Fliegen. Die geben mehr. Also ich habe da eine umgebracht und die hat mir 3 Fliegenfleisch und 10 Pelz gegeben oder so. Können wir das gerade irgendwie braten? Haben wir bestimmt nicht dabei so Sachen für... So im Wenn Grill, oben ne? was wächst irgendwie, können wir einen Grill relativ schnell zimmern. Also wir können hier oben auf die Dings nichts draufpacken. Ich habe die Sachen für den Kiesel... Für den Grill nicht dabei. Wo ist denn Luther, bitte? Ich bin schon ein bisschen weiter oben. Ja, da wollte ich mit euch hin. Da warte ich gerade drauf, dass Gwirr zu mir kommt. Ja, Gwirr macht gerade den Paprika kaputt. Mhm. Der würzige Stückchen. Ich muss halt einen Umweg gehen, da ich nicht durch den ganzen Giftscheiß durchrennen kann, weil ich keine Gasmaske dabei habe. Ich habe 2 dabei, jetzt haben wir das gesagt. Habe ich ja, aber hat keiner zugehört. Das kennst du doch nicht anders. Du musst es so oft sagen, bis man es hört. So, was ist das hier, eine alte Windel? Ich muss ein bisschen Raw Science. Ist das hier? Ach, das ist Quatsch, warte, das Essen. So, wo ist denn... Wo seid ihr denn überhaupt? Na, über dir. Da oben. Deine Gasmaske gibt bald auf. Vielleicht solltest du langsam da rauskommen. Ich dachte, ich habe noch eine zweite. Naja. Ah, scheiß Fliege, alter, hau ab. Wie kommt man denn da rüber? Ach, wahrscheinlich da hinten. Ne? Zeige ich gleich, wenn Quir auch da ist. Ich weiß doch gar nicht, wie ich zu euch komme. Okay. Du musst hier oben auf die Pommes-Schachtel. Dafür... Ach so, auf die Pommes-Schachtel, aber das Messer. Da war ich doch gerade schon. Genau, über das Messer, Pommes-Schachtel, Leute, dann hier hoch einfach. Ja. Kann nicht so schwer sein, doch ist es. Ja, da oben war ich vorhin schon. Ja, dann komm mal aus dem Loch raus. Hab ich nichts gesehen. Und jetzt hier lang? Ach so, davon war ich nicht. Achtung, hier ist ein Loch. Über den Ast. Oh nein, da ist mein sicherer Tod. Der ist auch noch gebogen. Also ja, ein Blatt da drunter, das schaffst du. Ich rutsch hier schon wieder runter beim ersten Böppel. Aber die Laus ist weit weg. Luther ist schon vorgelaufen. Das sagst du. Deswegen. Plötzlich spawnt sie hinter mir. Hier rüberspringen. Auf den Kopierer oder was ist das? Und dann hier die Schaufel hoch. Dann da die Schaufel hoch. Was ist das für ein zugemüllter Garten, ey? Das ist Alindes Schaufel. Nein. Da wäre ein Boron-Zeichen drauf. Scheiß Gift, ey. Na, irgendwas gefunden hier oben? Einmal Raw Science. Das Milchmuller. Ich hab Milchmuller hier oben gefunden. Ach, in der Tasse? Mhm. Ja, macht Quill gerade kaputt. Was ist das? Fliege. Ich komm nicht ran. Sehr schön. Scheiß Gift. Verrottetes Essen, aber ich komm... Ah. Hab sie. Okay. Jetzt werde ich mal einen Pfeil ran. Ja. Also ich finde, das ist auf jeden Fall Bürgelprotokolls. Wir stehen hier auf großen Tasty Assistant. Das sind wahrscheinlich seine Notizen in groß. Mhm. Kann schon sein. Aber Assistant hier Manager. Hier oben war auf dem Buch bloß einmal Raw Science gewesen. Hier oben ist sonst nichts weiter, ne? Und der eine, der Milchmolar, den KJ gerade, Ja, aber schade. Man kann in den Sandkasten gucken. Seht ihr das? Aber ich finde, die Aussicht hat sich gelohnt. Du kannst da vielleicht sogar reingleiten, ja. Ja, wenn dann von den Mülltüten da drüben. Aber die Episode ist jetzt ungefähr eine Stunde lang. Was machen wir denn jetzt? Na, wir müssen ja eh noch zurück. Also, das würde ich den Zuschauern schon noch gönnen, oder? Also, dann machst du halt jetzt Abmoderation und wir machen noch irgendwie teilweise eine. Sonst hast du halt mal eine kürzere dabei. Na gut, dann Abmoderation. So, wir müssen dringend nach Hause, weil Pete geht's nicht gut und das geht gar nicht. Und Luther hat keine Gasmaske.
Und wir werden uns irgendwie wieder zurückschlagen durch den Sandkasten wahrscheinlich im nächsten Teil. Bis dahin.